Ja, herzlich willkommen zum zweiten Lernvideo hier in unserem Kurs Advanced Macroeconomics. Im ersten Kurs hatten wir ja auf eine gewisse Art und Weise die Grundlagen gelegt, indem wir uns so wissenschaftstheoretische Kernelemente oder Kernkonzepte erarbeitet haben. Und auf eine gewisse Art und Weise machen wir heute da nochmal weiter. Heute geht es nämlich darum, Kerngrößen, die für das Wachstum oder für die Analyse von Wachstum relevant sind, mal genauer kennenzulernen. Es wird auf der einen Seite, sag ich mal, relativ fordernd oder langwierig, sage ich mal, weil wir viele neue Größen, empirische Größen kennenlernen werden, die wir brauchen, um Ökonomien zu beschreiben, um dann wiederum angemessene Repräsentationen dieser Ökonomien, also Modelle, zu entwickeln. Wir müssen ja genau wissen, welche Größen in unserem Modell quasi zu welchen Größen in der Ökonomie, die wir erklären wollen, korrespondieren. Und wie wir eben diese einzelnen Teile in der Ökonomie dann auch nennen, ja. Also wir hatten ja da zum Beispiel dieses wissenschaftsphilosophische Konzept des Assignments und des Intended Scopes kennengelernt. Also zum einen das Mapping zwischen Elementen im Modell und Elementen in der empirischen Ökonomie. Ja, und dazu müssen wir diese einzelnen Teile natürlich benennen können. Die empirischen Größen, die wir dazu brauchen, die lernen wir heute kennen. Und genauso den Scope, wo es ja auch sehr stark darum ging, was soll unser Modell überhaupt erklären? Ja, wir müssen beschreiben können, was wir mit unserem Modell überhaupt erfassen wollen. Und auch dazu brauchen wir eben einfach auch diese empirischen Größen, die wir jetzt heute kennenlernen werden. Da das, wie gesagt, sehr viele neue Konzepte oder Größen sind, empfehle ich euch, legt euch neben das Video einen Zettel und einen Stift. Und macht euch eine Liste mit den einzelnen Größen. Die bekommt ihr auch zur Verfügung gestellt, aber ich glaube, es ist zum Folgen der Veranstaltung heute eine Erleichterung, wenn ihr versucht, so nebenher die einzelnen Größen mitzuschreiben, euch auch die Formeln aufzuschreiben, wie die einzelnen Größen definiert sind, weil dann, glaube ich, könnt ihr späteren Slides auch viel leichter folgen, wenn ihr die Definitionen von den einzelnen Größen, die da drin vorkommen, vor euch auf Papier habt. Ich habe das häufig versucht, quasi Definitionen immer noch mal wieder dazu zu schreiben, aber ich glaube, es ist einfacher und es hilft wahrscheinlich auch irgendwie bei der Stange zu bleiben, wenn man selber so einen Zettel nebenher führt. Gut, dann steigen wir mal ein. Ich möchte noch ein paar Vorbemerkungen machen, zuzüglich zu denen, die ich jetzt schon gemacht habe. Zum einen, das habe ich schon angekündigt, die Konzepte, die wir hier heute kennenlernen, sind sehr, sehr wichtig, um das Assignment von den Modellen besser zu verstehen. Also was im Modell zu was in der zu erklärenden Ökonomie korrespondiert. Ja. Dabei ist hervorzuheben, dass die meisten dieser Größen, die wir heute kennenlernen, empirisch auch direkt beobachtbar sind. Ja. Also wir werden später in Modellen auch einige Größen kennenlernen, die nicht beobachtbar sind, zum Beispiel Nutzen. Die meisten Größen, die wir hier betrachten, sind empirisch beobachtbar. Und ich habe euch im Moodle auch drei Links zu Datensätzen bereitgestellt, wo eigentlich alle diese Größen, die wir heute kennenlernen, auch für verschiedenste Länder, verschiedenste Zeiträume aufgeführt sind. Das heißt, da kann man sich das dann auch gleich direkt selber nochmal angucken, wie denn tatsächlich diese Größen sich in der Vergangenheit verhalten haben. Das ist insbesondere deswegen wichtig, dass diese Größen beobachtbar sind, dass wir diese Daten auch zur Verfügung haben, weil wir die nämlich später verwenden wollen, um unsere Modelle, die wir dann kennenlernen, zu validieren. Ja? Also validieren quasi der Abgleich von dem Modell und mit dem Zielsystem, das wir analysieren wollen. Und insbesondere diese beiden Arten der Output-Validierung, also der deskriptiven und prädiktiven Output-Validierung, die werden wir vornehmlich vornehmen, indem wir auf Größen rekurrieren, die wir jetzt heute in dieser Veranstaltung kennenlernen. Genau, also schaut euch die Datenquellen im Moodle gerne einmal an. Diese Datenquellen sind auch die Grundlage für die sogenannten Stylized Facts. Stylized Facts ist oder stilisierte Fakten ist ein Begriff, den ihr sehr, sehr häufig hören werdet, wenn es um Modelle geht. Stylized Facts sind so, ja, stilisierte Fakten eben, so grobe Regularitäten, die nicht überall immer gelten, aber doch sehr häufig. Ja? Und diese Stylized Facts sind auf jeden Fall was man im Minimum mal mit einem Modell erklären möchte. Also normalerweise, wenn jedes Modell, wenn ihr ein Paper lest, wo ein Modell vorgestellt wird, ist immer die Frage, welche stilisierten Fakten kann dieses Modell reproduzieren oder erklären? Und da sind wir in der Regel im Bereich der deskriptiven Output-Validierung, also welche empirischen Regularitäten kann ich mit meinem Modell reproduzieren und damit eben auch erklären, weil ich im Modell ja weiß, wie sie
zustande gekommen sind. Von diesen stilisierten Fakten werden wir einige kennenlernen. Das sind eben auch die, die wir später erklären wollen. Und was vielleicht diesmal ein bisschen besonders ist, damit es nicht zu langwierig wird, habe ich diesmal ein paar weiterführende Aufgaben gemacht. Die sind vielleicht auch so auf Vorbereitung für die Klausur nicht so schlecht. Die müssen Sie nicht machen und sie gehen auch weiter als die Wiederholungsfragen. Da geht es nämlich vor allem darum, dass Sie sich diese Daten aus Moodle nehmen und Fragen anhand dieser Daten beantworten. Aber meistens geht es darum, wie sah denn zum Beispiel die Entwicklung der Profitrate in Deutschland in den letzten 50 Jahren aus, ne? Ist natürlich die große Empfehlung meinerseits, nehmen Sie sich die Daten mal runter, wiederholen Sie so ein bisschen die Visualisierungskonzepte, die wir für R schon kennengelernt haben in der Methodenveranstaltung. Es kann gut sein, dass in den Take-Home-Exams solche Fragen dann mal kommen, also wo es dann darum geht, in dem Modell, dieses Modell impliziert diesen Zusammenhang, wie schaut der denn empirisch in Europa oder in anderen Kontinenten aus? Ja? Und da müssen Sie eben dann selbstständig sich diese Daten runterladen und da eben eine kurze Bericht darüber schreiben, wie es ausschaut. Das müssen Sie natürlich nicht mit R machen, aber es ist glaube ich, einfach viel einfacher, wenn Sie da einfach ein Markdown-Dokument schreiben, wo Sie diese Daten einlesen, eine Visualisierung machen und dann so diese Fragen beantworten. Das heißt, falls Sie Zeit und Lust haben, das ist auch sicherlich etwas, was Sie später für Ihren Blogbeitrag verwenden können, dann versuchen Sie sich doch einfach mal an der einen oder anderen weiterführenden Aufgabe und versuchen Sie es ruhig auch mit R zu machen und stellen Sie auch stellt euch eure Fragen, die dabei vielleicht aufkommen, dann eben auch im Forum. Auch dafür ist es absolut da. Also gerade wenn ihr jetzt denkt, okay, das und das würde ich gerne in R machen, ich weiß nicht, wie es geht, so lernt man es ja, indem man es einfach versucht und dann eben versucht und nachfragt. Also das ist auf jeden Fall die Einladung dazu, das zu machen. Okay, dann kurzer Überblick über den Outline, was uns heute erwartet. Ich möchte anfangen mit einer Einführung von diversen Maßen für die Produktion und Verwendung. Wir werden dann den Trade-off zwischen Konsum und Investment, also Konsum heute und Konsum morgen, ein bisschen genauer kennenlernen. Wir werden uns dann mit Kerngrößen der Verteilung auseinandersetzen. Dabei geht es insbesondere um die funktionale Einkommensverteilung, also Einkommensverteilung zwischen Arbeitern und Kapitalisten. Nicht, weil es so ein dezidiert marxistischer Kurs ist, sondern weil diese Unterteilung eigentlich bis in der Statistik bis heute noch absolut zentral ist und dementsprechend auch eine extrem wichtige Kerngröße für die Validierung von Wachstumsmodellen darstellt. Dementsprechend kommen wir dann auch zum Trade-off zwischen Löhnen und Profiten, also der eben gerade eben nochmal die funktionale Einkommensverteilung ein bisschen größer im Detail. Und dann bringen wir diese ganzen Trade-offs zusammen in dem sogenannten Wachstumsverteilungszusammenhang. Ich werde häufig auch die englischen Begriffe verwenden, weil einfach häufig das überhaupt gar nicht ins Deutsche übersetzt wird. Also hier Growth Distribution Schedule, aber nur damit Sie Bescheid wissen. Und abschließend werden wir dann mit einigen Ausführungen zum Produktivitätswachstum und zum technologischen Wandel. Und damit wäre es dann auch heute, dann haben Sie genug empirische Größen kennengelernt, um dann in den nächsten Stunden direkt in die Wachstumsmodelle richtig einzusteigen. Aber die meisten von den Größen werden wir auch später nochmal, wenn es dann zum Thema Dynamiken in der kurzen Frist geht, auch wieder aufgreifen. Das heißt, es sind jetzt nicht Größen, die exklusiv nur für Wachstumsmodelle relevant sind.